Ja. Ne, Leute. So muss das, was? So muss das. So, Freunde. Ah. Na, ich denke mal, drei Leute werden das wohl hinkriegen, den Markt zusammen zu zimmern. Wo sind die anderen drei? Na, ich glaube, das waren so, dass sechs Leute den Markt bauen müssen oder so. Oh, Quatsch ist. Richtig gemein wäre es ja gewesen, wenn die das Spiel so gemacht hätten, dass du unter sechs Leuten den Markt einfach nicht baust. Das wäre natürlich schon übelst gemein. So, wir haben den Markt. Das heißt, wir brauchen zwei Vendors. So, der Markt kriegt, was ist hier low? Feuerholz. Wenn ich da jetzt einen zweiten zusetze, arbeiten die beide in einer Hütte? Das würde mich jetzt echt mal interessieren, ne? Ne, dann rennt er nur mit Fragezeichen auf den Böllner rum und fragt sich, was das soll. Okay. Jutti. Ich bin nicht immer noch. Ja, ich mach das, komm. Also, nächstes Lagerplätzchen kommt hier hin. Haben sie da nämlich schon mal die Möglichkeit, dass sie da dementsprechend nur hier vorne reinlagern müssen. Das ist schon gar nicht verkehrt. So, Hunter läuft auf Volllast. Dann lassen wir den Gatherer auch nochmal auf 4 hoch. Passt das auch. Ja, das ist schon gar nicht verkehrt, so ganz ehrlich. So. Ja, das funktioniert doch schon mal. Dann setzen wir noch einen dritten mit zu. Dann hier immer drei Leute was zu tun. Finde ich persönlich auch gar nicht so verkehrt. So, dann kann ich hier nämlich erst gleich einmal den Weg rumsetzen. Wieder hinten mit der Hütte fertig sind. Dann kann ich mal anfangen. Entweder Steinhäuser zu setzen oder aber von den neuen Häusern welche zu setzen. Gefällt mir optisch ja gar nicht mal so. Also, ne? Aber ich verstehe das unten drunter nicht, wieso da unten drunter einfach nur leer ist. Wenn die oben draufsetzen auf die anderen Häuser oder wie soll das? Nee, das funktioniert ja auch nicht. Ich habe mir gerade die Regie angeschlichen. Ich meinte von wegen, die könnte man eventuell an Ergo und so dran setzen. Das Flüsse. Dieser beschissene Moment ist, wenn die Leute recht haben. Naja, bitte, lass mal wenigstens so viele Katze ist. Also da kommen auf jeden Fall noch mehr Häuser zu. Das gefällt mir noch nicht, das ist noch zu wenig. So, die haben den Storage da hinten fertig gebaut. Das heißt, wir können jetzt hier vorne eine neue Straße setzen. Und mal gucken hier. Okay.
wir dann mal schauen. So, wird die Hütte hier denn wenigstens angenommen? Ach ja, doch. Warum 5 Fische? Warum Fisch nach hier? Ja. Warum ist hier Fisch drin? Sagen wir einfach mal nichts. Das bei dem Markt scheint sich sehr gut zu verhalten, weil... Irgendwie eine Benachrichtigung haben wir auch schon länger nicht mehr gekriegt, so einfach viel. Mit der Forester ist natürlich jetzt ordentlich mit dem Gange. Gut, damit ich immer ein bisschen Holz auf Vorrat kriege. Vielleicht ziehen wir hier vorne mal ein bisschen Wald weg. Und hier bitte auch. Hier bitte auch. So. Das Bock, weil hier könnte weg. Gar nicht erst auf die Idee kommt, den ganzen Quatsch noch weiter zu füllen. Ja klar. Steine werden jetzt nicht. Nee, Steine können sie rein. Job, Badger. Alles klar. Einmal hier wurde mal verklebt. Ich werde am liebsten das mit den Feldern einmal ausprobieren, wie groß das werden kann. Das mache ich, glaube ich, auch mal. Und zwar... Hier sowieso nicht. Ich will die Wege auch nicht zu weit machen. Lass mal hier hinter eins. Oha. Ja gut. Aber bei 34 mal 34 fällt reicht aus. Wahnsinn. Also ich tendiere mal dazu, dass wenn die das Feld fertig haben, dann braucht es nicht viel. Mit dem Händler können wir nachher handeln. Vielleicht kriegen wir dann ja endlich die Hühnchen. Können wir auch noch was mit anstellen, glaube ich. Die Hühnerfarm für Eier und so. Mal schauen. Warum ist die jetzt auf dem Krieg? Wenn da nichts los ist. Ei, ei. Scheint ja doch recht gut zu funktionieren mit den neuen Häusern. Schon wieder zu groß. Ich hätte gerne mal eins davon setzen, zu gucken, wie viele Familien da reinpassen. Das heißt, jetzt noch eine Familie.
Ach, die sind ja nicht gerade langsam. Ah. Das ist andere auch schon fertig? Tatsache. So viel mehr Platz haben wir damit auch nicht. Wird doch nur eine andere Optik dann. Wie gesagt, Lichteffekte fehlen drin. Wenn es dunkel ist, dass dementsprechend auch die Lichter eingehen. Das wäre schon ganz nice. Na gucken, vielleicht finden sich da irgendwie nochmal eine Mod oder so. Entschuldigung. Dann dresche ich erstmal das Mikrofon bzw. den Popschutz hier. Ja gut, ich würde sagen, das Holz geht langsam, aber sicher voll. Ich kann das zweite gleich tun. Also einmal zweites Stockpeil für Holz. Oh, machen wir mal 9x9. Oha. Ist irgendwie in Betrieb zugegangen? Oder warum haben wir auf einmal 11 Leute davon? Gut, die Reserve an Feuerholz ist natürlich ja klar. Kann ich auch irgendwie nachvollziehen? Ah, denn ganz schnell nochmal einen zweiten davon angesetzt. Keine Lust, dass sie mir jetzt wegfrieren. Läuft gerade so schön an mir. So. Da schon mal einen zweiten fertig. Und den Blacksmith brauchen wir. Ich brauche den kurz einen zweiten. Dann nochmal ganz schnell Straße gesetzt. Nee, mach die Straße mal weg. Das war die falsche. Wie war das? Ah, ich glaube, Falter. Das ist ja nicht mal groß. Wie viele Leute sollen darauf, darauf dann arbeiten? 100 oder was? Aber das System scheint aufzugehen. Schnell ein paar neue Häuser gesetzt. Gut, hier wohnt immer noch einer drin. Ich denke mal, das Haus wird später dann neu vermietet. Hier auch. Dauert auch nicht mehr lange. Naja, Level 12 und ist ein Boulder. Früher war das alles anders. Und da, perfekt. Wir bauen darauf Horn an. Es braucht nur zwei Leute? Oh. Gut, damit haben sich dann unsere Essensprobleme ausproblematisiert. Tschüss, lieb's noch gar nicht. Zwei Leute für einen großen Acker. Perfekt. Setzen wir das auch auf 400 hoch. So, ich habe da jetzt 1200 Holz drin. Ja. Ich setze das Log-Limit mal auf 1000 hoch. Dann haben wir auch immer einen kleinen Puffer. So, hier sind noch 6 Leute, 7, 8, 9 Leute. Was fehlt noch? Einen Arzt brauchen wir noch. Ah,
Ich setze nochmal ein Little House mit. Das ist aber dieselben dann, ne? Aber das macht ja nichts. Ja, definitiv, wir brauchen schnellstens noch mal Harz. Nicht, dass das hier leider nach hinten los ist. Was war der denn? Harz, setze ich mir jetzt mal. Ich dachte, die geht hier gerade mal. Wo ist denn ein Bäumchen? Okay, das ist doch eine gute, das ist doch eine gute Ecke. Ich habe einen Harz hingesetzt hier. Der muss hier doch so ein Kräutersammler sitzen, ne? Na, das funktioniert ja bis jetzt ganz gut mit den Feldern hier. Das hält immer echt viel. Einfach mal nichts. Passt. Oder die haben es nicht bestellt, weil sie gesagt haben, lohnt sich nicht von Ederwinter. Man weiß es nicht. Das Wichtigste ist jetzt auf jeden Fall erstmal, dass er hier das Hospital fertig macht, also das Krankenhaus. Und hier den Kräutersammler fertig macht, damit wir Kräuter sammeln können. Oh, ja, das sind die ersten beiden schon. Jordan. Ich hoffe ja, dass die beiden die Felder bestellen. Ne? Ah, da kommen gleich noch welche nach. Ja auch. Ja auch. Ja, wunderbar. Alles noch im grünen Bereich hier. Das Gute ist ja auch, wenn ich hier Laborer über habe und eine von den Stellen wird hier frei, ob es nun vom Farmer ist oder so, werden die automatisch neu zugewiesen. Finde ich schon ganz praktisch. So, Doktor. Ist jetzt keine Patienten. Naja, egal. Es wird ja langsam. Es wird ja langsam, es wird ja langsam. Ein bisschen Gas geben da, Leute. Gucken, vielleicht kriege ich die Herzen dann noch von den Dorfbewohnern hier, dass die mal auf 100% Herz kommen. Der hat irgendwie gar nichts mehr. Wenn er was? Ja. Safety first. Das funktioniert, wäre natürlich schon mal ein guter Start. Haben wir ein Holz mittlerweile unter 1000 angekommen? Nö. Aber er arbeitet trotzdem schon. Naja, kann er ja machen. Ja, die Wasserfeuer wurde blau, das weiß ich auch. Deswegen habe ich hier mittlerweile auch schon zwei davon da stehen. Heftig.
So, wo sind die? Jetzt setzen wir auch direkt zwei Stück rein, dann können sie direkt Vollgas geben. Hörblimit auf 200 hoch. Also bis jetzt kommt es ja ganz gut. Na, mal schauen, wie es weitergeht.